Hello, good evening, everyone. My name is Dean DeLanza. I'm going to be co-commentating with my German counterpart today from Hamburg, Germany. This is the first match of the Phoenix Trophy, an international trophy for amateur teams that has started last year with an idea that came up from our Italian colleagues, a team from Italy, Brera FC. And the idea was to create an amateur football competition across Europe for amateur teams, non-profit, purely about football. So that's what we're doing here tonight. It's purely about the football game. And the first match of this historic tournament is being played by between FC Falke of Hamburg and Prague Raptors, Prague, Czech Republic. I'll go through the starting lineup for Prague Raptors. Number 40 in goal, Gareth O'Sullivan. Number 2, right back, Florian Junet. Number 39, Jan Kvodang. Number 47, Sebastian Leon. Number 3, Jelle Damen. Number 11, Joshua Schimmer. Number 20, Pelsin Favai. Number 18, Jaden Fernandez. Number 14, Roka Nischel. Number 7, Prince Owusu. Number 41, Joshua Harris James. That completes the starting lineup. And the substitutes tonight on the bench: 21, Mauri Soto. 23, Ali Darvishi. 17, Aris Sagaris. Number 9, Badma Balzini Mayev. Number 28, Hassanali Askarov. And number 1, Lukas Semrad. The German team will be announced shortly. This tournament, as I said, is a friendly international tournament being played by 8 teams, 4 teams in each group. And this is the first game of the first group here in Hamburg. So I will pass to my German colleague to give the German Falke FC starting lineup and substitutes. Thank you, Dean. Und moin moin, hallo an alle deutschsprachigen Zuhörer. Hello to everyone. Sehr schön, diese Erlebnisse. Jetzt müssen natürlich erstmal die Schriftzüge eingerollt werden. Das gibt uns die Gelegenheit, noch mal ein bisschen über die Phoenix Trophy zu erzählen. Das ist ja ein ganz neuer Wettbewerb, entstanden aus der Idee von den Fans von Brera aus Mailand, die den Kreis der Falke-Spieler wollten wir jetzt natürlich nicht zerreden. Ja, der Falke-Anhang begrüßt seine Mannschaft, Fans auf beiden Seiten natürlich, natürlich auch beides Mitglieder, und die Mannschaft kriegt anscheinend auch gute Unterstützung. Man traut sich gar nicht, hier etwas anzusagen oder zu kommentieren, weil einfach die Stimmung gerade noch gut ist. Wir hoffen, dass es auch dabei bleibt, dass wir weiterhin gut gelaunte Fans haben. Apropos gut gelaunte Fans, um einfach darauf
nochmal weiter einzugehen. Auch aus Prag sind Fans mitgekommen, 10 Fans direkt aus Prag und um die 25 Raptors-Fans, die aus der Gegend von Heide in Holstein dabei sind, die sich anlässlich eines Prag-Besuchs gefragt haben, wo man Fußball schauen kann. Und dann haben sie ein Damenspiel der Raptors gefunden. Auch die sind hier, die haben wir eben, glaube ich, auch schon gehört. Ich weiß jetzt nicht, wann die Übertragung genau angefangen hat. Da wurde auch bei der Aufstellung, die Dean erzählt hat, gut mitgejubelt. Ansonsten sind hier bis zu 400 Fans heute zugelassen. Es ist offiziell ausverkauft. Einige Plätze auf den Reihen sind noch frei. Vielleicht ist es draußen noch ein bisschen voller. Dann müsste ich erst mal hören, wie es sich da darstellt. Ja, der Pokalwettbewerb, diese Phoenix Trophy, ist halt von der UEFA jetzt nicht irgendwie autorisiert. Man hat aber auch nichts dagegen. Insgesamt 8 Mannschaften nehmen in dieser Saison teil. Neben 2 italienischen Mannschaften sind es nun auch in diesem Fall als Vertreter aus Tschechien die Prague Raptors und als deutscher Vertreter wurden die Kicker des HFC Falke gefragt, von meinem Verein. Also das muss man jetzt auch dazu sagen. Ich bin ja hier nur als Fanvertreter da, also erwartet von mir hier keine journalistischen Höchstleistung beim Kommentieren eines Fußballspiels, sondern ich bin eher dafür da, dass ihr merkt, was für Fans hier auch da sind. Auch Dean ist ja nicht nur Spieler, immer noch bei den Prague Raptors, den ihr im englischen Kommentar hört, sondern natürlich auch Mitglied und Fan. Und während wir hier den Versuch eines Aufbauspiels bei Falke sehen, der bis zur Mittellinie weitergegangen ist, kann man ja auch noch sagen. In dieser Gruppe haben wir auch noch einen Vertreter aus Valencia und einen italienischen Vertreter, nämlich nach Rom. Das ergibt sich dann nämlich daraus, dass auch der Gesang der Falke-Fans, wir fahren nach Tschechien, wir fliegen nach Spanien und in Rom werden wir Gladiatoren besiegen, lautet, der gern hier zu allen Spielen gesungen wird. In Rom ist es der Verein AS Lodigiani von 1972, den wir dort als Vertreter haben. Die Prague Raptors sehen wir ja schon, ein recht junger Verein, der 2017 gegründet wurde, nachdem Lukas Moss eine Idee hatte, einen eigenen Verein zu haben, der als 5-Jähriger damals. Eine ganz interessante Geschichte, die werden wir auch später nochmal genauer hören. Und aus Spanien als Vertreter aus Valencia ist CD Zuanza Mestalistes von 1925 dabei. In der anderen Gruppe ist unter anderem auch der berühmte Fanverein vom FC United of Manchester dabei. Aber erstmal interessiert uns diese Gruppe. Es ist heute der erste Spieltag. Mal sehen, wie sich die Phoenix Trophy weiter angehen wird, auch unter den Corona-Bedingungen. Ein Spieltag von Falke in Valencia war ja schon geplant, musste dann wieder abgesagt werden. Aber nächste Woche ist ja auch das nächste Spiel der Phoenix Trophy schon und wir hoffen, dass es alles eine schöne Veranstaltung wird. Heute lässt es sich ja auch gut an. Das Schiedsrichtergespann ist mir jetzt selber gar nicht angekündigt worden. Ich kann dazu keine Worte verlieren. Aber wir müssen jetzt gleich schon den ersten Wechsel auf Seiten von Falke notieren. Wie es aussieht. Philipp Machazzi ist auf jeden Fall neu auf dem Feld.
mit der Nummer 14. Und während ich jetzt die Auswechslung ansage, werde ich jetzt wieder an Dean übergeben. Wir hören uns gleich wieder. So I'll just hand over to Dean to have the substitution named in the stadium. Hello, good evening again. So we're having to do a bit of manual work here. We only have one mic and we need to do the, we wanted to do the feed in both English and German for both sets of fans. So I will be taking over for the next 10, 15 minutes. Prague Raptors playing in gray and pink from right to left and the home team Falke in blue and black. Jelle up for a header, Prince on the ball. Raptors in the opening minutes, keeping hold of the ball. Possession game, but no chances created. Nach 5 Minuten hat der HFC Falke schon gewechselt. Auf dem Feld ist jetzt the nice atmosphere in the stadium tonight. Das ist Philipp Mafetzi, 500 fans, approximately 40 from Prague Raptors, traveling all the way up from Prague. Bitte, denkt dran, wenn ihr auf dem but so far, quite an even game, no chances either side. Und ähnliches, Merchandising in der Halbzeitpause gibt's das ja wieder. Wenn ihr da die Abstände nicht einhalten könnt, einfach die Maske auf, dann sind wir da auch auf der sicheren Seite. Und sonst, wo es geht, gerne die Abstände einhalten, ansonsten Maske. Danke. So this Prague Raptors team is made up of mainly students living in Prague from all over the world. There's over 30 nationalities playing in the club from academy level through to the senior team. Ladies team and the B team. Substitution at HFC Falke with number 18, Jan Patzel has left the match. The pitch and now new on the pitch is number 14, Philipp Mafetzi. So a free kick on the halfway line now to Falke. Raptors pick up the ball again on the right, Rocha. June. Leon. Kelsen loses the ball in the middle. Falke attacking down the left. First shot on goal, comfortably saved. And quickly played down the right. Rocca feeds it on. It's 2-on-2 here. And Falke get back to clear for a corner. So at the moment, quite an even game. I think both teams are probably a little bit on edge. Being the first game of the tournament, a big game for them. Both and making history in European amateur football. Corner comes in, 6-yard box goal. What a chance! The little man couldn't just get his head over it. Joshua up with the header, just couldn't quite get it down. But a great chance for the opening score.
Vaka dangerously playing it back in their own end, but keeping possession. Raptors pressing. And Faka able to play up the left and get out of danger. But Raptors win the throw-in. Taken quickly. Pelson on the ball, loses it. And the game just getting a bit choppy, bitty. Neither team able to get into a stride. So free kick to Falke inside the Prague half. They go short. Yeah. Ball into the box, cleared away. Prince on it. Using his speed to get up the wing. Cuts inside, still has the ball. No one to play to, but gets it to Pelson. Tries a shot, it's blocked. And out for a throw. Throw up the line. Falke come out with the ball. Up the wing, can he deliver the cross? Into the box, cleared out. And Raptors manage to clear it. Holding the ball, trying to play it long, quick, no one up there, lost into the arms of the Falke keeper. Falke now keeping possession, keeping the ball, playing side to side. But yeah, as I said, both teams are not really making any progress. No attacking threats, and they're just canceling each other out. And so far, a very even game with few chances. Voyan. Back to his keeper. It gets chopped down. Be a free kick to Raptors. Deep inside their half. Leon. Damen. Schimmer. Plays it through to Prince. Too far for him. Falls to the keeper. To collect. Walker with the ball on the halfway line, tried to hit it long, comes back to Rocca on the right. He checks back. And prefers to play possession. Hovan with the ball. Leon. Prince all the way back. Junay. Chips it over the top. Rocca's not able to get there. It's played out for a throw-in. Thank you.
headed away. Falka lose the ball. It's played in, no one there, played into the box. Quickly. But to no one, and it'll be a goal kick for Falka. Quite a jovial atmosphere. The fans are making themselves heard on both sides. A very friendly atmosphere. So Falka with a free kick deep inside Raptors half. Are they able to deliver a good long ball into the box? In swinger right to the keeper, who easily handles it, plays it out quickly down the right, and Raptors try to break. In the end, give the ball away. The right, they get a free kick out of it. So the ref sees a foul down the left. Rather, it's a throw in. Cleared away, headed right back in. Pelsen on the ball. Tries to play Rocca in, but too much weight on it. And no one can string four passes together. Both teams happily giving it away. Very sloppy at the moment. Falka attacking down the left. Good chance to get the cross in. Blocked. Sliding in. Junet, can he get it away? Falka come out with the ball. Still with the ball. Delivered, but out. Wow. First corner of the game to second corner of the game to Falka. Second corner of the game, but first to Falka into the box, delivered to the back post, hooked away, headed away and kicked away. So Prague clear their lines. And it's a throw to Falka. Definitely, at the moment, the fans are making the atmosphere. Although there's no goals, they're enjoying themselves. Leon
Schimmer. Vorjan. Rocca. Schimmer. Tries to play a 1-2, gives it away. Ball's bouncing in the air. Cleared. But not out. And out for a goal kick. So I'll hand over now to my German counterpart to do a bit of commentary in German. Wieder auf Deutsch, während wir diesen Abstoß von Marco Wendt sehen. Ein eher kleiner Torhüter, der aber dem Falken schon mehrfach mit guten Paraden den ein oder anderen Sieg festhalten konnte. Das auch schon. Der Kommentator bereitet sich gut vor, bestimmt in der dritten Saison bei uns. Während wir jetzt den Neuzugang Ilija Sinimus sehen, der am Ball sehr viel kann, leider am Tor vorbeischießt. Am letzten Wochenende hat er den SV Eidelstedt quasi im Alleingang zerlegt mit seinen Vorlagen. Bestimmt 3, wenn nicht sogar 4 Tore auf seine Vorbereitung zurück von dem 5:1, das die Falken am letzten Wochenende am Sonnabend gegen den SV Eidelstedt hatten, wo dann das erste Gegentor des Ligaspielbetriebs sich eingefangen wurde. Hier sieht es nicht nach dem Gegentor im Moment aus. Wendt hat den Ball sicher. Die Raptors haben dafür den Einwurf. Nie deutscher Meister, ja, das ist endlich mal wieder einer der leicht ironischen Gesänge von Seiten der Falke-Fans. Oh, das sah sehr gut aus, das war ein Tor für die Raptors. Torschütze war da mit der Nummer 7, das war Prinz Owusu, ein ghanaischer Spieler. Doch sehr sehenswerten Schuss, muss man wirklich anerkennen, nach 24 Spielminuten. Das muss ich jetzt ansagen, deswegen bin ich jetzt schon gleich wieder weg hier vom Platz, bin aber auch gleich wieder da. Given me the mic, he has to go and announce the goal on the Tannoy. Was in der Bezirksliga lange gedauert hat, hat heute nur 24 Minuten gedauert. Das erste Gegentor im Wettbewerb für den AFC Falke. Torschütze für die Prague Raptors zum 1:0 ist die Nummer 7. The goal came from number 7, Prince Owusu. So, more or less homemade out of nothing. Won the ball on the left, and a great 30-yard strike over the keeper into the far corner. No chance for the keeper on that one. And it's 1-0 to Raptors. But the game has been actually quite even. That was the first shot on goal, I think, from the Raptors. And a bit of quality on that made the difference.
So 1-0 to Raptors. Da bin ich wieder, nur zur Erklärung. Da wir gedacht haben, dass alle Ehrenamtlichen besser damit aufgehoben sind, den Fans hier vor Ort für Verpflegung zum Ordnen am Einlass, zum Auf- und Abbau und für derartige Dienstleistungen zuständig sein sollten und den Fans hier dienlich sein sollten, habe ich jetzt die Doppelrolle, dass ich das Spiel hier für euch kommentieren darf und die Ansagen im Stadion mache. Sabbelt nur einer, Florian und sonst keiner, zumindest auf Deutsch. Deswegen müsst ihr dann immer auf mich verzichten, wenn es wichtige Ansagen im Stadion gibt. Und Tore sind ja nun mal wichtig. Und dieses doch sehr schön anzusehende 1-0 der Raptors. Wiederholungen gibt es leider keine. Aber so wie ich das gehört habe, soll das Spiel ja später auch noch mal in der Wiederholung abrufbar sein. Ja. Wechselgesang wollten wir ja jetzt nicht zerreden. Also Highlights wird es auf Elbkick TV geben, bei denen wir uns auch sehr herzlich bedanken, dass wir hier diesen schönen Stream auf die Beine gestellt bekommen, was hier gefilmt wird. Das ist wirklich die einzige Dienstleistung, die wir jetzt eingekauft haben, dass wir hier den Stream haben, dass ihr zu Hause oder wo auch immer ihr schaut, dieses Spiel verfolgen könnt. Und das machen die Experten von Elbkick. Vorbeigeschossen. Da hätte die Nummer 18, das ist Jaden Fernandes, ein portugiesischer Spieler der Raptors, sogar noch auch querlegen können auf den Torschützen. Aber da war doch sehr viel Platz in der Hintermannschaft von Falke. Und die Raptors diesmal kein Kapital draus schlagen konnten. Das ist mal auch eine ganz normale Situation. Aber was ich eben gehört habe, immerhin vier Ehrenamtliche haben jetzt mehr Freizeit und weniger zu tun. Der ehrenamtlich hergestellte Falke Cider, also wer es nicht kennt, Cider ist so ein apfelweinhaltiges Getränk, das schön perlt, also sollte ja eigentlich bekannt sein. Der wird immer wieder hergestellt von den Mitgliedern auf dem Obsthof Zein. Der ist schon alle. Also es gab ein 50-Liter-Fass, das ist jetzt immerhin schon nach 30 Minuten Spielzeit ausverkauft.
Spielfeld sehen wir dafür jetzt einen eindeutigen Freistoß. Joshua Harris James ist gefoult worden von Seiten der Raptors. Und der Freistoß landet direkt beim FC Schalke. Standard wird von Benjamin Barz getreten, dem Kapitän des HFC Falke, der meistens für die Standards auch zuständig ist. Am letzten Wochenende hat er auch mal versucht, den Ball direkt reinzulöffeln, aber dieser Ball ist ein leichter Fang für Gareth O'Sullivan, den Torhüter, der aus New York stammt und einer von 16 Spielern aus 16 Nationen auf Seiten der Raptors ist. Akustisch in Szene setzen, während der Spielaufbau jetzt eher etwas gemächlicher vonstatten geht. Und da ist der nächste Freistoß. Wieder zurückgespielt wird, kann man vielleicht auch noch mal ein Wort darüber verlieren, was ihr im Hintergrund seht. Diese große Stahlrohrtribüne passt jetzt nicht unbedingt zu dieser Anlage. Auf dieser Tribünenseite sieht es eigentlich sehr schön aus. Auf der Tribüne ist es sogar überdacht. Links und rechts sind Stehplätze, die auch gut ausgebucht sind. Linken Bereich, wo jetzt auch die Kamera hingeht. Weiter links würde man dann noch sehr viel Soundverbauung sehen. Das ist alles, um dieses Stadion regionalliga-tauglich zu machen. Hier ist normalerweise die Zweitvertretung vom HSV vertreten. Sie hier mit diversen Jugendmannschaften ihre Heimspiele bestreitet. Und Henrik Ebbeke holt einen Freistoß für den HFC Falke heraus. Schnell ausgeführt. Schön gemacht. Hätte ich jetzt auch nichts gegen gehabt, wenn Kahn Bilgin da einen Freistoß für bekommen hätte. Aber kann sicher halt weiterlaufen lassen. Der Ball selber läuft weiter zurück zu Marco Wendt. Der HFC Falke baut wieder neu auf. Sinemus wird geschickt, aber der Kapitän unserer Gäste hat den Braten gerochen. Ja, Regionalliga-Tauglichkeit des Stadions hier, die Wolfgang-Meyer-Sportanlage oder das WM-Stadion, wie es gerne heißt, ist Regionalliga-tauglich. Und um Fangruppen trennen zu können, wurde halt mal vor bestimmt 15 Jahren drüben diese Stahlrohrtribüne errichtet, die dann normalerweise dem Gästeanhang zur Verfügung steht. Extrem selten wirklich ausgebucht, weil zu kritischen Begegnungen dann doch gerne immer mal ins große, richtige Stadion, wo eine WM stattgefunden hat.
Volksparkstadion ausgewichen wird beim HSV 2. Ja, bei den Raptors wird Florian Jeunet, ein französischer Legionär sozusagen, behandelt. Auf der Bank gibt es schon diverse Möglichkeiten zu trinken. Vielleicht holt ihr euch auch noch ein kleines Kaltgetränk, während ich jetzt erstmal wieder an Dean übergebe und überlege mir dann dabei, ob ich vielleicht mir auch noch ein kleines Kaltgetränk gönne. Guten jedenfalls. Bis gleich. Hello, thank you. I'll take it through to halftime. The score is still 1-0. Prague Raptors, but still, I think, one shot on goal from each side. Very few chances actually created, and the game is actually very even and being well played. And the atmosphere is very nice here in Hamburg. Down, it looks like he just got a kick on the knee. But a bit of ice and he'll be okay. So Raptors with the free kick. Thirty-seven minutes gone in the first half. Raptors sending it long, headed right back, and back again. It's like a game of volleyball. Dangerous play. Pascal is getting to the end of that. The goalkeeper there just coming up to grab the ball, but sliding beyond his area and picking up a nice yellow card for that. Falca here with a good chance on the left side of the Prague Raptors goal, just outside the box. Post. It goes for a hard drive. It's half cleared. Falca still with the ball inside the box. The ball must have gone out there. The ref saw something, so it's seems like looks like it's a goal kick to Raptors. It's a free kick just on the side of the box. Headed back and cleared out by Raptors. Falke with the throw-in. Stepped on the ball, fell over. And cleared away, throw into Raptors.
goalkeeper searching for the ball in the bush. Why is no one playing the ball then? Finally, here comes a spare ball. Apropos Bier trinken, nochmal der Hinweis, dass ihr bitte auf die Abstände achtet. Also gerade auf dem Viertplatz ist es teilweise sehr eng gewesen, das können wir besser, ne? Und wo keine Abstände eingehalten werden können, dann setzt euch einfach eine Maske auf, dann sind wir alle auf der sicheren Seite, es kann nichts passieren, wollen wir doch nur hoffen. Und genau, also passt einfach auf an den Bierstand, am Verpflegungsstand, beim Bierstand, dass es in der Halbzeitpause geöffnet. Haltet die Abstände ein, setzt euch Masken auf einfach, dann kann einfach nichts passieren. Tut uns den Gefallen. Nur am Ciderstand müsst ihr euch nicht mehr anstellen. Der ist ausverkauft, 15 Liter sind weg. Vielen Dank fürs Konsumieren. Danke. Prince with no support, it cuts in. And it ends up losing it. Sure, not the prettiest game of football I've seen, but I think Raptors will take a 1-0 lead into halftime and will be happy with that after a long train journey yesterday. Back to Hamburg, 7 hours via Berlin. Genet tries to play a long ball. The game is very bitty. Raptors come out with the ball. Can't hold on to it. No one can string two passes together. And it falls back to Falcons' goalkeeper. Gone down with him on his knee. Doesn't look good. He's not moving his leg. Das war die erste Halbzeit. Die Prague Raptors gehen mit 1:0 in die Halbzeitpause. Wir haben ein unterhaltsames Fußballspiel gesehen. Denkt jetzt dran, wenn ihr euch verpflegt. Abstände, Masken, auf euch aufpassen. Schöne Pause. Der Merchandising-Stand hat jetzt nochmal geöffnet. Kauft nicht das Trikot weg, das ich noch haben wollte. Perhaps one or two on each side, one or two corners, but very, very little action in each of the boxes. And yeah, the happier the teams, of course, will be proud to come up with that.
So, damit sind wir auch wieder da. Der Falke steht bereit zum Anpfiff, zum Wiederanpfiff, und da geht das Spiel auch schon weiter. Mittlerweile ist es doch absolut dunkel geworden hier an der Wolfgang-Meyer-Sportanlage. Wir hoffen, ihr zu Hause sitzt schön absolut abstandskonform am Platz. Hier gab es zwischendurch leichte Echauffierung von Seiten des Platzwarts, dass nicht immer die Abstände eingehalten wurden. Genaue Details weiß ich da auch nicht. Können ja immer noch Menschen aus einem Haushalt gewesen sein. Jedenfalls, es soll jetzt ein bisschen besser in der Halbzeit geworden sein. Dementsprechend sind wir auch wieder gut wieder am Platz. Die Stimmung ist wieder da. Erstmal einen kleinen Überblick über die Spieler verschaffen. Auf jeden Fall ist Joshua Harris-James, der eben behandelt wurde auf Seiten der Raptors, nummernmäßig zumindest noch wieder auf dem Feld. Oder kann Dean wahrscheinlich gleich noch mal mehr darüber erzählen. Er muss ja eben rausgetragen werden, das habt ihr nicht gesehen. Da lief in der Halbzeitpause ja... Hallo, hallo! Test, 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 test! Und da habt ihr jetzt auch gehört, was mit einem Außenmikrofon so passieren kann. Und auf Seiten der Frage wieder... Spieler am Boden liegt. Das ist Aris Sakiris. Ist erst in der Halbzeitpause eingewechselt worden. Aber jetzt steht er ja auch schon wieder. Die Raptors können den Freistoß gleich treten. Aber Köhler hat den Ball sicher. Der Torhüter beim HFC Falke ist auch gewechselt worden zur Halbzeitpause. Ich glaube, die Wechsel, die es alle gegeben hat, erspare ich euch jetzt. Denn ich habe meinen Spickzettel verloren. Also alle Lehrer, die zuhören, ne? Manchmal sind Spickzettel auch gar nicht so schlecht. Ich muss immer hier zwischen zwei Sprecherkabinen hin und her laufen, und entweder hat ihn mir jemand abgenommen, der die Aufstellung sich anschauen wollte, oder er ist sonst wie verloren gegangen. Naja, das soll euch nicht stören. Stören tut eher dieser Tribünenpfeiler, den ihr hier auch seht. Und da ist der Ball nämlich auch wieder dahinter verschwunden. Kommt wieder raus. Er ist immer noch rund. Und da ist er auch im Aus. Falke kriegt den Einwurf. Und da wird das Spiel wieder neu aufgebaut. Falke verliert den Ball, Bartz. Er kämpft ihn sich regelkonform zurück. Und Schlafke ist jetzt im Ballbesitz, spielt weiter auf Sinimus. Sinimus gibt ihn rein. Geht auch nicht zum Torschuss. Ja,
nach der Gegenzug von Prag. Während das Aufbauspiel noch eher langsamer vonstatten geht, habe ich noch die Gelegenheit, darüber zu erzählen, dass die Phoenix Trophy ja nicht nur ein reiner Fußballwettbewerb ist. Es ist nämlich auch so, dass jeder Verein einen Paten hat, eine wohltätige Organisation, in die ein gewisser Beitrag der Einnahmen so zum Beispiel gehen oder was umgesetzt wird. In Hamburg beim HFC Falke ist es Mensch Hamburg, wodurch zum Beispiel die Kultur unterstützt wird, oder auch die Hamburger Olympia-Athleten haben darüber, auch die paralympischen Athleten, eine gewisse Unterstützung bekommen. Das ist dann auch noch dabei, dass wirklich jeder Verein hier karikativ tätig ist. Das ist ja dann auch bei anderen Wettbewerben gern ein Mantel, wie zum Beispiel da bei der UEFA Foundation, die dann auch gern dabei ist. Aber hier weiß man wenigstens schon gleich, welche Organisationen unterstützt werden. Jeder Verein gibt das für sich an. Das ist ja auch nicht zu verachten. Nicht zu verachten ist auch sicherlich dieser Angriff. Flügel der Prager. Aber diese Hereingabe, die hat Kühler sicher. Schöne Sache, dass die Torhüter beide eine Halbzeit spielen dürfen. Da hat das Trainerteam von Falke eine gute Entscheidung getroffen, denke ich. Prager wird gestört. Angriff für Prag. Die Raptors spielen übrigens in einem 500 Zuschauer fassenden Stadion auf Kunstrasen. Mal sehen, wie da das Rückspiel ist. Sieht dort etwas enger aus als hier an der WM-Anlage. Aber auch das muss man sagen, es ist längst nicht bekannt, wann die einzelnen Spiele stattfinden werden. Wir wissen, dass in der nächsten Woche das nächste Spiel der Phoenix Trophy ist. Aber wann die Raptors, wann der HFC Falke wieder antreten werden, das ist noch nicht bekannt. Da muss man natürlich auch die Pandemieentwicklung berücksichtigen. Auf jeden Fall freuen, wenn wir hier zwei weitere schöne Spiele stattfinden lassen können, bevor es dann im nächsten Jahr nach Rimini geht, wo das Endturnier dann stattfinden wird. Dort werden alle Mannschaften teilnehmen. Es wird dann Platzierungsspiele geben, also dass wirklich auch da eine noch weitere vereinsübergreifende Freundschaft hoffentlich entstehen kann. Und natürlich wird hier auch Fußball gespielt. Yeah.
Ja, falls sich der eine oder andere noch gefragt hat, wofür steht dieses HFC eigentlich? Ich weiß ja nicht, wer jetzt hier im Livestream zuhört. Also, das ist der Hamburger Fußballclub, wofür diese Bezeichnung ausgeschrieben ist. Geht darauf zurück, auf einen der Vorgängervereine des Hamburger Sportvereins, der sich ja aus Germania, dem HFC und dem SC Falke zusammengeschlossen hatte nach dem Ersten Weltkrieg. Und bei der SC Falke 06 schon vorher im HFC aufgegangen ist. Und als 2014 nach der Ausgliederung der Profimannschaft auf Seiten des HSV dieser neue Verein gegründet wurde als Reaktion auf diese kommerzialisierte AG, hat man sich überlegt, wie soll denn der Verein heißen? Germania-Anspielungen schieden aus, allein schon, weil es mit Germania Schnelsen einen Verein gibt, der in Hamburg durchaus gut bekannt ist. Und so nahm man sich dann das Motto von Germania: dankbar rückwärts, mutig vorwärts. Und kombinierte Falke und den Hamburger FC zum Hamburger Fußballclub Falke. Ebbeke beim Freistoß jetzt. Geht die Kugel rein. Und der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne. Das ist für mich auch die Gelegenheit, die Fahne oder den Staffelstab erstmal wieder weiterzugeben. So, Dean will take over, and so I think you have much more information now about Prague Raptors. Hello again, good evening. So at halftime there was one change for Prague Raptors with Joshua Harris-James going off with a knee injury. He won't take any further part in the game. And on came Badma Balzinimaev. Still 1-0 for Raptors. Raptors have also changed their shirts at halftime. Now playing in blue, as under the lights, the referee asked for a change as they were not visible enough. So Falke starting this first half on the front foot, taking the game to Raptors, trying to get that goal back, but very little clear-cut chances created. However, I would say they have dominated slightly in this start of the second half. So a free kick to Raptors, deep in the half, long ball up to Prince, heads it on. Rocky, can he get in? Nips inside. Oh, last minute tackle. And Falke clear their lines. Living dangerously there a bit. Falke. A really nice atmosphere here. Fans making themselves heard on both sides, really jovial atmosphere. All very friendly. But I would say on the football pitch, yeah, very competitive, but the game is very choppy, I would say. Pelson. Amen. Back to Pelson. Vorak. Genet.
gives it up to Asanali. So another substitution was made with Asanali Askarov coming on for Jaden Fernandez. Asanali, the youngest player on this Raptors team, just turned 18 last week. Throw in on the right to Raptors. I get the cross in, it's played back. Quick cross in, cleared out. Falke with the ball. They lose it. Raptors come out with the ball and a weak shot wide of the goal. No problem for the keeper. Quickly taken. No time to waste. Falke on the ball. Raptors pressing them in their own half, and it's a long kick. Some very sloppy play. The players just seem very anxious on the ball. Falke. Find an opening down the left. Another long ball to run onto. Inside the box. Get a cross in. And it's up for a corner. Falke on the corner, one man on the line, the rest outside the box. It's played in. Oh, across the box, dangerously. Can he get the shot away? Was he fouled? No, another shot, half shot, blocked. And it's up for a goal kick. Not quite. Jan on the ball. Clears his line. Rocky up to Rocky. Down the left, down the right. Prince on the ball. It's up for a throw in for Raptors. So a decent chance there for Falke, but he couldn't make the most of it. A bit choppy in the area. No one could quite get their foot on it. Players falling over the ball. Half shot. Raptors with the throw in. Play it back to Jordan, to Leon. Can you get the shot away, Zip? To shoot on goal. Goal kick to Falke. Play it short. He has to go all the way back. Flips it over, playing on the left. Jaden, Felsen, Falke.
the ball. And the correction actually on the substitute for Raptors. Off came Joshua Shimmer and on came Hassan Ali Askarov. Jadon Fernandez is still on the pitch. Rocky with the ball down the right. Tries to dribble past his man, loses it, and gets it back. Falls to Prince. He loses it. Back to Jadon, plays it down the left to Badma. Shoots, and it's a goal! 2-0 to Prague. Wow, that goal came out of nothing, really. A lot of sloppy play, eventually falling to Badma on the left, who took two touches. And shot past the keeper. He had no real chance. There's some complaining or confusion by Halke, who wanted the ball to be played out. The player is down on the right. The referee played on, didn't stop the game, and eventually it fell to Badma, who took his chance, and it's 2-0 for Raptors. So we have a stoppage in play, another player injured, this time a Falke player, I can't make his name or number. But he'll be fine, it seems. Up on his feet, bit of ice, magic spray. He's ready to go. So the goal stands, 2-0. Discussion still going on about that goal, the player down injured, but the referee had played on, so what to do? Play to the whistle. Ball. So again, the play stopped, a foul and a free kick to Raptors. About 35 yards out. So it looks like Prince lining up for it. 68. Spielminute, getroffen. Ghanaian players on the team. The other being Peter, who couldn't travel. Torschütze war Nummer 9, das ist Badma Bacinial. And the long kick. Minute 68, Prague Red Bulls have scored. Number 9 was the scorer, that was Badma Bacinial. Und außerdem haben wir einen Ausruf. Yannick Ochtmann, wenn Yannick Ochtmann da ist, Yannick Ochtmann, komm bitte hier oben zur Sprecherkabine. Dort wirst du erwartet. Yannick Ochtmann, komm bitte zur Sprecherkabine. Bis gleich. So, Falke with the goal kick coming out on the left. Keeping the ball in possession. Thank you.
scoreline 2-0, they must start to show some urgency and start to risk a bit more. And really start to try to get on top of Raptors, but Raptors now more happy to sit back and counterattack on any chances that they get. Inside the Raptors half. I would say this one is going straight into the box. Yep. Everyone forward. They need a goal. Can you get the delivery in? It's deep into the box. It bounces in front of the goal. And just swung his leg at it, but over the bar. Actually, a great atmosphere. Falke fans have been going from the first minute and haven't stopped cheering on their team. It's a really nice atmosphere. And you sense it's a really friendly club. And they really support their team. Rocca down the right, chips it to the back post. Can he get on the end of it? Pelsen plays it back. It's cleared out by Falke. Falls to Damen. Leon. Voyan, Hassan, Junay, back to Hassan. Hassan sends it into the left side, cleared out. Damen on the ball now. Pelsen, Junay, Voyan. Area there and end up losing the ball. Now it's finally cleared. Oh, good ball on, finds his man on the left. Falke couldn't have a chance here. He shoots just wide of the goal. That was a chance. The fans trying to get behind their team. That was a good chance. 2-1 would have definitely made it an interesting game again. Straight up.
just come out with the ball, end up losing it. Dawson on the ball. Rocca. Hassan. Giving it away. And it's sent out for a throw. Shoots, and that comes off the defender for a corner. Rather a goal kick. Falcon. Falke tries to dribble around two players and ends up losing the ball. Rutgers clear it. Timo, the club president of HFC Falke, takes it on the chest. I think he still plays with the B team. Showing a little bit of nice skill there. Kelso. Dama. Up quite a bit and very bobbly. Hard to keep the ball on the surface. Leon. Into the box, collected by O'Sullivan. June up the wing, falls to Arsenali. He's one on one. Inside to Fernandez.
given it away. So Franke again with the ball. Und in dieser Phoenix Trophy möchten wir uns bedanken, und zwar bei 462 zahlenden Zuschauern. Vielen Dank für euer Kommen. Wir hätten gerne mehr Karten verkauft, wenn die Auflagen uns das erlaubt hätten. Aber erstmal vielen Dank für 462 Zuschauer. 462 visitors are here. Thank you. So the attendance tonight, 462 visitors. Asinelli now with the ball, plays it into Prince. Get into the box, crosses it back, falls to Bagma, he's not able to get a hold of it, he loses it. Oh, comes Falke with the ball. Tried to hit the man on the break, but it's a poor ball not getting on the end of it, and Raptors happy to just keep possession and play the game out. So thank you very much, everyone. I'm going to head off now to watch the game myself from the pitch, and I'm going to hand over to my German colleague. Thank you. Also, Ebbeke steht für den HFC Falke beim Freistoß, aber Barz tritt an und der Ball ist erstmal im Grünzeug. Ich weiß jetzt nicht, wie man mich über die Außenmikrofone gehört hat. Aber 462 Zuschauer haben wir hier im Stadion, die Karten gekauft haben. Nicht alle haben Karten gekauft, ich zum Beispiel auch nicht, als Helfer. Also es sind noch mehr Leute hier. Wir warten nochmal ab, wie dieser Eckball jetzt sich gestalten wird. Bisschen mehr Druck von Falke ist im Moment da. Aber man muss schon sagen, bitte. Es ist ein interessantes Spiel. Ich muss sagen, die bessere Spielanlage liegt dann, glaube ich, schon auf Seiten der Raptors. Beide Mannschaften spielen in der jeweiligen siebten Liga ihres Landes. Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen. Wenn jemand uns Bescheid sagen könnte, wie gut die tschechische siebte Liga einzuschufen ist, wäre das natürlich schön. Währenddessen wechseln die Raptors ein letztes Mal aus. Sagen muss, ja, normalerweise sage ich die Auswechslung auch alle an, also es ist jetzt doch ein bisschen durch die Doppelbelastung, dass ich dann nicht immer genau hundertprozentig konzentriert sein kann, um dann wirklich zu sehen, welcher Spieler mit welcher Nummer dann gerade da ist. Anderes Stadion.
es ist halt alles nur ehrenamtlich bei uns und dementsprechend erwartet, glaube ich, auch keiner hier hundertprozentige Professionalität. Aber es muss gesagt werden, draußen lief eben alles sehr gesittet ab. Also es ist ein bisschen ein Problem bei den Zapfanlagen, aber ansonsten ist es hier schon recht gut organisiert, wie ich finde. Sieht jetzt nach einem Krampf aus oder ist es doch mehr als Verletzung? Es scheint eher ein Krampf zu sein bei Falke. Aber das ist doch auch ein verbindendes Bild, das man hier hat, dass da ein Raptors-Spieler den Falke-Spieler an die Hand nimmt. Ne? Make friends, not millionaires ist das Motto in diesem Wettbewerb. Also macht Freunde, keine Millionäre. Konnte man auch in dieser Situation sehen. Sehr freundschaftliches Miteinander. Während das Europapokallied sozusagen vom VfC Falke gerade wieder erklingt. Sind die 90 Minuten abgelaufen. Prag ist weiter im Prag nochmal im Vorwärtsgang und da geht es auf der rechten Seite nochmal weit. Hat den Ball noch. Pokalspiel für den HFC Falke war stimmungsvoll, aber es geht dann doch deutlich mit 2:0 an die Raptors aus Prag. Das ist trotzdem immer noch mal was anderes in der Bezirksliga, vorher in der Kreisliga, ein Flutlichtspiel zu erleben. Und da ist auch der Freistoß für Prag. Hier jetzt vor diesen 462 Zuschauern zu spielen, ist sicherlich auch für die Spieler sehr interessant. Ich habe
mit dem Betreuer oder mit dem Verantwortlichen Nils Kunze-Brag vorher gesprochen. Der meinte auch, es ist eine freudige Anspannung da auf Seiten der Spieler. Teilweise sind sie direkt von der Arbeit dann hier zum Spielfeld gekommen. Dementsprechend ja, kann man auch natürlich nicht erwarten, dass jeder hier absolut 100% in Form ist. Aber die Prager Spieler sind vorher ja auch auf einer Hafenrundfahrt gut durchgeschaukelt worden, haben ein Gastprogramm geboten bekommen. Das ist auch in der Phoenix Trophy ja so, dass der gastgebende Verein ein Programm für den Gastverein aufbietet. Da gab es unter anderem eine Hafenrundfahrt, ein gemeinsames Essen, ein bisschen Sightseeing. Hamburg bietet da ja auch genug. Aber der Trainer hat dann auch irgendwann gesagt, beruhigt euch nochmal für so eine Stunde, alles abstellen, kein Social Media, einfach mal im Hotelzimmer in Ruhe aufs Spiel vorbereiten. Das merkt man ja auch, die Raptors haben sehr ausgeschlafen agiert und damit ist jetzt das Spiel auch vorbei. Das erste Phoenix Trophy Spiel der Geschichte ist vorbei. Amateurfußball auf europäischer Ebene. 2:0 für die Prague Raptors. Gratulation nach Prag. HFC Falke hat gut mitgemacht, aber der Prager Sieg geht absolut in Ordnung. Das ist toll. Dankeschön, dass ihr im Stream dabei wart. Wir versuchen jetzt noch mal ein paar Interviews für euch zu organisieren. Wir werden unten am Spielfeldrand noch mal für euch da sein. Mal sehen, wie schnell wir das organisiert bekommen. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Schauen. Thank you for watching this stream. We are waiting for some interview partners. We have to organize it by ourselves. So please just wait a few moments. And afterwards we have hopefully a good opportunity to have some voices for you. So, vielen Dank, thank you for watching, danke fürs Gucken, bis gleich, wir versuchen noch mal ein bisschen was zu organisieren. Ich sehe schon mal unseren Trainer Sebastian Stoffers, der hier Richtung Mikrofon läuft, vielleicht kann ich den gleich mal einfangen, bis gleich. Thank you.
was. Pack was, Bello an. Das war doch wenigstens ein stimmungsvoller Europapokalabend. Vielen Dank an euer Kommen, vielen Dank an die schöne Stimmung. Die muss ich jetzt leider ein bisschen als Spaßbremse zumindest vermiesen, nein, aber ein bisschen reingrätschen. Beim Rausgehen denkt bitte dran, dass ihr die Abstände einhaltet. Am besten geht ihr mit Maske raus, dass ihr erst vor der Tür, wenn wieder die Platzmöglichkeit da ist, dann euch entfaltet. Bitte sonst mit Maske raus. Ja. Vielen Dank für euer Kommen. Glückwunsch nach Prag. Congratulations to our guests from Prague for the first win in the Phoenix Trophy. Ja, das erste Spiel der Phoenix Trophy ist Geschichte. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Kommen. Haltet die Abstände ein, tragt Maske beim Rausgehen. Ich sehe schon, das ist da viel zu eng. Macht ein bisschen mehr Abstand, hört euch die Maske. Wir haben immer noch Corona, das ist immer so. Also passt auf euch auf, kommt gut nach Hause, vielen Dank fürs Kommen. Gleich gibt es noch eine 2G-Veranstaltung in der Gaststätte E im Einseck. Da könnt ihr gerne alle vorbeikommen. Und sonst am 1.10. hat die kleine Heimat in der Fruchtallee 124 abends wieder geöffnet zum Einstimmen. Am 3.10. ist das nächste Heimspiel vom HFC Falke bei Grün-Weiß-Einspüttel. Zuschauer offiziell nicht zugelassen, aber man weiß ja, wo man am tiefen Start stehen kann. Und jetzt feiert die Mannschaft. Kleiner Hinweis, wenn mir jemand von der Mannschaft oder aus dem Trainerbereich für Interviews zur Verfügung stehen möchte, bitte an das Mikrofon da unten kommen. Ne? Danke. Hat. Ich habe mich nicht beschwert. Nee, aber du hast Silke ja Bescheid gesagt. Ja, ich habe gesagt. Ja. Okay, super, dann. So, jetzt haben wir einen ersten Interviewgast, einen Interviewpartner. Geht das, oder? Achso, nicht so weit? So ist gut. Ja, okay. Also, wir haben den Mann da, der letztes Wochenende noch eitel steht, schwindlig gespielt hat. Jetzt ist es leider doch zu einem 0-2 gekommen. Elia Sinemus. Habe ich dich jetzt richtig ausgesprochen? Ja, war richtig jetzt. Ja. Ja, da muss man dazu sagen, ich habe ihn irgendwann mal falsch ausgesprochen und es tut mir auch leid. Aber das liegt ja auch ein bisschen an den Corona-Auflagen, dass wir als Mannschaft und Fans immer so ein bisschen Grenze haben. Nee, wie war es denn für dich eindrucksmäßig oder auch vom Spiel her jetzt gegen Prag? Ja, die Kulisse war natürlich super und viele Fans da und das hat echt Bock gemacht, unter der Stimmung zu spielen. Das Spiel war schwierig am Anfang, die ersten 15 Minuten sind wir nicht so richtig reingekommen mit dem hohen Pressing von den Pragern. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen besser reingekommen. Dann gab es eben in der ersten Halbzeit diesen, sage ich mal, Sonntagsschuss, der auch nicht jedes Mal reingeht. Und in der zweiten Halbzeit dann ein ärgerliches Tor, wo ein Spieler von uns auf dem Boden liegt. Aber das ist so, da haben sie eben nicht das mitbekommen und da passiert das eben mal. Aber alles in allem hat es auf jeden Fall sehr Bock gemacht und wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Okay, also hätten Sie da eigentlich den Ball rausspielen müssen, die Prager? Ich war nämlich ausnahmsweise da gerade mal draußen. Das ist, ja. Ne? Ja, wir sind ein Amateurverein. Ne? Aber, ja. Also ich hätte es gemacht, aber es war natürlich, sie waren schon relativ weit am Strafraum dran. Und ja, es ist natürlich ein Freundschaftsspiel, da macht man das dann gerne mal. Aber so ist es eben so und man kann es im Endeffekt nicht ändern. Und, ja. Okay, und
Freut ihr euch schon dann auch auf Spiele, die international dann auswärts stattfinden? Ja klar, das wird nochmal ein richtiges Highlight, dann auch Auswärtsfahrten mit der ganzen Truppe und da wächst man dann auch nochmal zusammen als Mannschaft und das wird auf jeden Fall noch eine coole Aktion. Also wir freuen uns auf die Auswärtsspiele auch besonders. Ja, also konntet ihr auch mit den Pragern vorher noch ein bisschen Kontakt schließen oder jetzt irgendwie, oder wie sieht das da aus, weil es ja das Motto gibt, make friends, not millionaires. Ist da überhaupt unter den Spielern dann ein Austausch möglich gewesen? Ja, jetzt vor dem Spiel noch nicht so richtig, aber nach dem Spiel gehen wir jetzt noch zusammen was essen und da findet dann nochmal ein Austausch statt. Und da freuen wir uns auch drauf, mit denen mal uns auszutauschen, wie es bei denen in den Ligen läuft. Und genau, fußballerisch waren sie auch sehr stark. Es hat auch Bock gemacht, sich mal mit internationalen Mannschaften zu messen und da zu sehen, wo man da steht. Auch gerade, weil es ja prinzipiell genau die gleiche Liga ist, dass es auch die siebte dann ist, war dann sicherlich auch interessant dann. Genau, auf jeden Fall sehr interessant, das mal aus einem anderen Land auch mitzubekommen. Und dann sind wir gespannt auf Valencia und Braga, Rega, genau, die Mannschaft aus Italien. Da freuen wir uns auf. Nee, wir spielen ja gegen Rom. Ja, in Rom werden wir Gladiatoren bezwingen. Die Mailänder haben wir dann im Finale, wenn es um die Platzierung geht, ne? Genau, dann in Rimini. Super, dann danke. Tut mir leid, dass ich dich da eben rausgeholt habe, aber du warst als erstes greifbar, ne? Deswegen danke. Und ich werde jetzt auch immer deinen Nachnamen versuchen, richtig auszusprechen, ne? Also in diesem Sinn auch vielen Dank. Willkommen bei Falke, ne? Du als Neuzugang gleich für europäisch ist doch schön, ne? Das ist super. Also das ist eine Erfahrung, die man sonst natürlich bei keinem anderen Verein hat. Und das ist einfach das Feeling mit den Fans und mit der Mannschaft ist einfach super cool. Dann hoffen wir, dass wir das noch ein paar Mal zusammen genießen können. Jetzt pflegt euch nach dem Spiel und dann viel Spaß noch beim gemeinsamen Zusammensein mit den Pragern. Ne? Vielen Dank. Okay, danke. Danke auch. Kommt noch ein Interview? Frag mal, ob noch jemand kommt. Na, ist er raus? Nein, wir sind nicht raus. Frag mal. Ja, da kommt noch wer, da kommt noch wer. Jo, oder ich warte da auf eine Moderation, da passiert gerade nichts. Jo. Hallo, Mois. Wir sind raus, sag mal, er soll eine Abmoderation machen. Machen wir noch. Irgendwie, das war's. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Super. Bei Elkick TV natürlich. Jetzt nochmal kurz das Elk-Promo, Digga. So auf die letzten Meter. So, und damit wollen wir dann auch den Livestream beenden. This is the end of the Livestream. Thank you for watching. Vielen Dank an euch alle, die zugesehen haben. Also, es gibt sicherlich von Seiten der Kommentatoren noch einiges zu verbessern. Egal. Die Stimmung hat uns allen Spaß gemacht. Ich glaube, der Stream war super. Vielen Dank an Elbkick TV, dass ihr das so schön gemacht habt. Ihr wart professionell und wir hinterm Mikrofon haben getan, was wir tun konnten. Wir freuen uns auf alle weiteren Spiele in der Phoenix Trophy. Vielen Dank, macht's gut. Schönen Mittwochabend. Und wer noch nicht zu Bett gehen möchte, in Hamburg wohnt, geimpft oder genesen ist, der kann ja jetzt noch ins Eimseck kommen zur dritten Halbzeit. Macht's gut.